Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Black Mesa, ja, hier, da erwarten uns schon die Kollegen, habe ich gehört. Ich wollte schon wieder speichern, habe ich ja vor ein paar Sekunden kurz vor der Aufnahme gemacht. Können wir nicht einfach Freunde sein? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Oh, was uns da jetzt so erwartet. Soll ich es mal probieren? Das wird sowas von in die Hose gehen. Oh nein. Oh, das ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist böse. Ich habe zu wenig Moon für die, oh je. Wie soll ich hier rangehen? Die Musik ist cool. Ah, man kann doch hier irgendwo runterkrabbeln, oder? War das nicht so? Ich bin nicht sicher. Es war, glaube ich, noch nicht die Stelle. Was ich so alles glaube. Alle 5 Sekunden was anderes. Da hinten ist so ein Geschützturm, ne? Ah, das hätte ich noch nicht machen sollen. Ah. Nein, 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 nein. Oh! Ah, ja. Mist. Ich gehe immer zu nah an die Dinger dran. Bodenluke, ja. Klingt gut. Das ist hier der Abschnitt mit dem Panzer? Yep, das ist die... es ist das Geschütz. Nein, 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 nein. Ich wollte hier noch speichern, verdammt. Wo ist der? Hi. Ich such mal eben. Panzer dauert noch, okay. Alles klar. Ich bin meiner Zeit halt voraus, also im Kopf. Oh, hier gibt es ja so einiges an Health, oder? Sag mal, ist das hier ein Abschnitt, der im Original irgendwie Indoor gespielt hat? Ist doch hier dieses komische Kreuz irgendwie, naja. Heads up! Bin ich sicher. Ja, Heads up, genau. Genau das. Danke fürs Heads up. Oh, nachladen. Schmerzgeräusche ist auch schön. Ich glaube, ich habe das falsch gelesen. Aua. Ich lade mal nach. Au. Ey, wirst du wohl mal umfallen? Ja. Alter, genau so. Ich versuch's nochmal so. Gucken, ob ich mir gleich dann Health holen kann. Also wenn ich's noch kann, dann ist ja gut. Das ist ein längeres Spiel, als ich immer meine. Es geht eigentlich ziemlich lang. War da doch kein Health? Hab ich mich verguckt? Ist ja nicht so gut. Puh, soll ich speichern? Ich probiere es mal. Schlechte Idee. Bestimmt die schlechteste Idee. Na, da war aber noch jemand. Da ist ein Geschütz, ne? Aha. Ja. Jupp. Ja, Kopfschuss hilft. Kopfschuss hilft. Ja. Behalten wir es mal im Hinterkopf. Naja, hier hätte man früher hingehen sollen, wa? Hier hätte man eigentlich früher hingehen sollen. Aber wir haben es doch eigentlich ganz okay geschafft. Wir haben es doch eigentlich ganz in Ordnung erledigt. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Können wir ein bisschen was aufsammeln? Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aha, da ist eine Luke. Da ist eine Luke. Gucken wir sofort.
Control Room. Ah. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Sekunde, eine kleine Runde zu machen. Alles zu durchstöbern. Hier ist aber irgendwie nicht so richtig viel los. Naja, auf jeden Fall haben wir den Control Room gefunden. Prinzipiell schon mal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie reinkommen. Hier auf eher kurze Distanz in so Gängen könnte ich vielleicht mal die hier rausholen. Hier ist aber nichts los. Aha. Soll mir auch recht sein. I didn't sign off on this shit. Monsters, hell yeah. But civilians? What is this damn operation anyway? Ja, da ziehen sie also die Grenze. So, so. Oh, das ist ja fancy. Fancy. Ist das eine Tür? Okay. Kann ich die zerschießen? Ja, es geht. Hat keiner bemerkt. Ja doch, ich glaube schon. Au, nein. Oh, shit. Moment nochmal. Ich bin runtergefallen. Wie machen wir das am besten? Ich muss die Tür offenbar zuerst mal kaputt machen. Ups. Oh Mann, ey. Ach, hör mir doch auf. Ach, das geht nicht. Ach so. Das geht. Heieieiei. So. Hui. Das muss ich mir nachher mal reinziehen. Das muss ich mir nachher mal angucken. Ja. Ich bleib einfach hier. Ich bewege mich weder nach vorne noch zurück. Ich glaube, das ist sicher rare für mich. Ach, schön. Schön, schön, schön. So, haben wir es denn? Ja, hier Zivilisten. So viel dazu. Gut, kommen wir hier durch? Ne. Leider nicht. Na, ich bin auch nur noch so auf, das ist auch irgendwie cool gemacht hier, auf so einige Abschnitte, bisschen gespannt, hier durch die ganzen Labors und so. Den muss ich mir, den muss ich mir mal reinziehen. Gut, gut, gut. Ach, hier der große leuchtende Mach-mich-glücklich-Button, sehr schön. Aber solange wir die Gelegenheit haben, machen wir erstmal ein bisschen Aufladen hier, solange wir noch können. Ja, jedenfalls genau. Ich bin gespannt, wie die ganzen Labors und so hier aussehen. Kommen ja noch ein paar schöne Sachen. Macht das, macht das. Macht euch ruhig, ne, also macht euch ruhig lustig. Es ist okay, ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen. Auf meine Kosten hier. Ja, ja, Entertainment. Ja, alles klar. Alles gut. Alles bestens. Soll ich launchen? Soll ich launchen? Ich habe Angst. Aber ich bin sehr gespannt. Ich will es sehen. Ja. Ich speichere erstmal, weil ich so zuversichtlich bin. Und dann geht es ab. Yeah. Hauptsache. Hauptsache, die kommen hier nicht gleich von hinten angeschissen. Fallen mir wieder in den Rücken. Mhm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt aber, ja, ja. Yeah. Cool. Sehr schön, sehr schön. Ja, gefällt mir. Gefällt mir an sich sehr gut. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Können wir hier noch was machen? Ich glaube, das ist nur eine Übersicht. Ach so, jetzt hier offen. Alles klar. Gut. Speichern. Und wir gucken mal. Apropos gucken, können wir hier... Nee, können wir nicht. Nö, nö. Nö, nö, sagt das Gerät.
Oh, das war's dann wohl. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, dann haben die doch jetzt eigentlich keinen Grund mehr, uns hier angreifen zu müssen, oder? Oder wie sieht's aus? Dumm-di-dumm-di-dumm. Und wo ist das hier? Mini-Silo. Ne, das ist auch so eine Tür wie da vorne, ne? Jetzt ist es hier irgendwie allzu ruhig. Es ist hier irgendwie auffällig ruhig. Okay. Oh so, da sind wieder ein paar kleine unterwegs. Ja, mit denen kann ich mich anfreunden. Hier. Ich bundle direkt mal an. Bevor sie das mit uns tun. Dumm-di-dumm-di-dumm. Da zirpen jetzt die Grillen auf einmal. Ah. Oh, da. So, ich muss mal kurz nachladen. Jo. Ach, jetzt dazugegangen, oder was? Na, von mir aus. Dann soll es eben so sein. Linearität. Mag der auch hier auch gern. Dann kann er sich nicht so verlaufen. Da könnten wir runter. Könnten wir theoretisch. Moment. Zur Feier des Tages. Ja, und weiter geht's. Und gibt's hier noch irgendwas? Ne, alles nur Kisten, wo wir nicht ran können. Ja, was, was, was? Da hat sich auch was bewegt. Da ist jemand. Kann ich den vielleicht schon mal von hier aus bearbeiten? Der hat nicht so viel ausgehalten, der hatte ja noch nicht mal mehr Beine. Theoretisch kann man auch hier, oder? Ja, aber nicht weit. Nicht sehr weit. Nun gut. Lang genug gedrückt hier vor der Gefahr. Nee, da britzelt es schon wieder. Es britzelt schon wieder. Da gibt's was für. So ist gut. Hier, was für ein Anzug. Kann ich denn auf dieses Dings da wenigstens drauf? Ja. Geht. Ich leg mich gleich auf die Fresse. Dann gibt's den nächsten Clip. Gut. Nades nehme ich auch immer gern. Und den mache ich auch schon mal weg, sonst ich renne sowieso bei nächster Gelegenheit da rein. Ihr wisst doch, wie es läuft. Na? Dumm, die dumm, die dumm. Was ist das? Echt jetzt? Ah. Der hat's aber schon länger hinter sich. So, hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist ein. Ah, da geht's weiter. Alles klar. Da hinten ist noch eine Kiste. Ich mache das einfach mal bei der Gelegenheit. Nach dem ganzen Stress eben, da kann man sich die 2 Minuten mal nehmen, oder? Boah. Denke doch schon. Es. Ohne Worte. Ohne Worte. Ey, die ziehen mich einfach an. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist hier bestimmt der schnelle Zug, oder? Die ziehen mich einfach an. 20, 40. Okay. Hä? Oh, jetzt kaputt. Oh, jetzt kaputt. War das okay? Ja, es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. Ah, schade. Und ich hab so wenig Schuss. Ah. Yeah, oh, boah, ey. Genau so. Aber ja, nicht zu viel freuen. Sonst wisst ihr ja, was passiert. Ja. Ich weiß, ich habe noch einen Schuss im Revolver, aber eben drum. Ich habe einen Schuss im Revolver.
Streut aber ein bisschen viel, ne? Streut ein bisschen viel. Aber geschafft. Aber geschafft. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, Maintenance Access ist ne. Maintenance sagt nein. Aber kein Problem. Wir werden unseren Weg schon machen irgendwie. Da kann man hin, da kann man... Weiß ich nicht. Ja. Hier kann man ein bisschen basteln, wenn hier irgendwas verbogen ist oder keine Ahnung wie kaputt. Kann man sich ein neues Teil basteln. Aha. Cool. Was können wir denn mit diesem Magneten? Ich vermute mal, dass das so ein Elektromagnet ist. Oder vielleicht auch nicht. Was kann man denn damit machen? Lohnt sich das, darüber zu stiefeln? Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Von daher, gehen wir mal hier lang. Was? Caution, Open Pit, aha. Danke für den Hinweis. Echt, springen? Soll ich ins erste Becken, in das hier? Kann ich machen. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken. Ganz kurz. Ach so, hier ist wahrscheinlich auch nichts. Oder das hier. Ist das das erste Becken? Das erste, da würde ich verstehen, das, wo ich eben war, ne? Wir lauschen mal, wie lange es dauert. Okay, ja, nein, inklusive der, unter Einbeziehung der Latenz, glaube ich, dass du dieses Becken hier meinst. Na dann, speichern und hui. Ja. Passt. Barscht. Hier komme ich. Ja, das ist dieser Abschnitt. Ich komme hier erstmal so nicht raus. Kriegen wir aber irgendwie alles hin, sagte er und starb. Hier geht's an die Oberfläche. Oh, okay. Ich hasse Wasser. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Wasser hasse. Ist da irgendwie lang? Ich glaub nicht. Gut. Da ist eine geschlossene Tür. Können wir vielleicht... Können wir da rein? Ja. Ja. Es geht. Okay. Aha, da geht's noch weiter. Da ist allerdings auch eine Leiter dran gewesen. Heißt das, dass wir da irgendwann eher hochkrabbeln müssen? Oh, das sieht ja gefährlich aus. Vielleicht können wir da ran. Oh, Mist. Oh, verflucht. Ich dachte, ich könnte es besser machen. Dann wurde alles nur noch schlimmer. Hier vielleicht. Ja, ach so. Ja, das wäre die richtige Lösung gewesen. Ach, so ein Unglück. Ach, Mann, echt. Okay. Ich wollte es doch nur, ich wollte es gut machen. Ich habe es versucht, Mann. Ach, verflucht. So. Speichern zwischendurch mal. Was war das denn? WD-40. Sah irgendwie vom Farbschema her so aus. Komm ich hier durch? Nein, wahrscheinlich nicht. Sehr gut abgeriegelt. Ah. Jep. Jep. Der Kollege kommt mir bekannt vor. Und wir werden eine neue Waffe kriegen, na? Hm. Ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Hier. Ja. Ein Augenblick. Jupp. Eins, zwei, drei, vier. Oh, habe ich getroffen? Ich glaube nicht. Immer noch nicht. Jetzt. Ja, ach komm. Wie gesagt, ne? Bevor ich da reinlaufe. So. Es ist schon... Das ist nicht gut. Oh, ich werde runtergedrückt. Oh, das ist nicht gut.
ich könnte mich hochziehen lassen. Ja, Mist, hätte ich mal nicht alle getötet. Ah, wo soll ich hoch? Wo geht's hoch? Andererseits ist hier, glaube ich, gerade Ruhe. Ja, so viel dazu. Ja, shit, wie kommt man hier wieder hoch? Na, hier vielleicht. Oh Mann, das hätte ich mir jetzt aber echt sparen können. Ah, so ein Unglück. Okay. Nichts passiert. Keiner hat was gemerkt. Ich, ja, puh, erledige ich das jetzt hier noch mit denen? Also geht da so ein Hans Kuck in die Luft, guckt da irgendwie die ganze Zeit hier nach oben und läuft dabei geradeaus. Ja, geil. Bound to fail. Jedenfalls, ach so, hier bin ich jetzt eben hochgekommen. Na gut, dann müssen wir da wahrscheinlich weiter. Speichern. Hui, weiter. Gut. Und der hier lebt, glaube ich, auch noch, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. So. Hier müssten wir eigentlich gleich einen Kollegen treffen. Von daher vielleicht nicht zu trigger-happy sein jetzt. Yep. Hi. Did you see it? Yes, I did, indeed. It was hauled from the Challenger Deep. But I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. Wir können's ausprobieren. You're more than welcome to try your hand. Das tun wir, lieber Kollege. The creature has developed quite an appetite for raw meat since its arrival. Ja, hast schon schlimme Dinge gesehen, die da passiert sind in dem Zusammenhang. Vermutlich. Ja, wie sieht's aus? 100? Ja. Ach, das ist immer wieder schön. Bei dem Original habe ich irgendwie... Was? Nein. Also, weiß nicht. Kommt drauf an, auf was man so steht. Beim Original habe ich irgendwie in Erinnerung, dass ich nicht so oft 100-100 wieder hatte. Von daher bin ich eigentlich relativ froh. So, Tranquilizer Gun, ja, hier, ne? Wahrscheinlich. Boah. Ach, das. Hä? Warum ist hier so glatt? Ich werde irgendwie verschoben von alleine. Bam. Bam. So, und dann klettern wir einmal hier. Die Folge geht 23 Minuten lang. Keine Sorge, alles noch im Rahmen, alles in Ordnung. Bleiben Sie ruhig. Die nächste Folge kommt bestimmt. Das ist durchaus ein guter Tipp. Ist durchaus ein guter Tipp. Hier würde ich gern, geht aber nicht. Na gut, dann probieren wir es mal. Bevor ich mich hier aufs Maul lege. Mal so. Ja. So. Und. Ab dafür. Hui. Was? 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 Ich häng noch? Also, ich häng noch? Okay. So, nun. Komm ich hier raus? Ja. Ja, komm ich. Wo ist er? Oh, wow. Ist das ein Scope? Alter. Ist ja gar nicht so günstig jetzt hier. Wo ist er? Ich könnte auch erstmal raus, ne? Hallo? Moment. Einmal so. Vielleicht ist jetzt auch noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich meine, ich muss mich nicht zwingend mit dem anlegen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Es wird sich nur wahrscheinlich zeigen, dass es notwendig ist. Nochmal das Scope ausprobieren. Oh! Warum? Ich bin doch überhaupt nicht nach vorne gegangen. Ich schwöre, ich bin nicht nach vorne gegangen. Da bin ich wieder... Vielleicht ist hier alles so glitschig. Kann das sein? Ich bin nicht wieder reingerutscht. Ich muss das mal eben ausprobieren. Moment. Das kann natürlich sein. Ja, hier ist das... Ach, hier ist auch nass. Ach, deswegen. Ja, deswegen. Dann kann der Ochi natürlich nichts dafür. Naja, es ist ja klar. Hm. Ja.
Ja, die Frage ist eben, ne, ob ich mich jetzt hier anlegen muss. Ja, dann gute Nacht, Neverdark. Vielen Dank fürs Dabeisein, für so lange durchhalten und so. Und bis bald dann, ne? Bis bald, man liest sich mindestens. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hoffentlich kannst du schlafen nach dieser harten Action hier die ganze Zeit. Ich hab irgendwie so das Gefühl, wir müssen das Vieh erledigen und dann kommen wir irgendwie weiter oder so. Weißt du was? Ich mache mal eine Speicherung. Achso, das wollte ich mal kurz ausprobieren. Der Scope, ja, ist in Ordnung. Aber nur, wenn man wirklich auf Distanz arbeiten will oder muss. Aha, da ist er. Muss der jetzt echt erstmal nachladen? Ist das euer Ernst? Oh Mann. So, ich glaube, jetzt ist er tranquilized. Und jetzt müssen wir nämlich irgendwas erledigen. Hier. Ja. Es geht sehr langsam vonstatten. Aber es geht. Es geht. Kann ich nochmal kurz Luft holen? Okay. Yep. Passt. So, kann ich hier drehen? Nö. Hier. Ja, sehr schön. Gut. Dann erstmal reloaden. Warum eigentlich nicht? Und weiter. Ah, kommen wir jetzt hier auf der anderen Seite raus? Nee. Nur weil da eine 2 drauf stand. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein Tor gesehen mit einer 2. Aber es ist nicht das. Ah, oder? Es war das. Ja, das kann auch sein. Dann war es vielleicht auch eine 1. Kann auch sein. So, können wir noch mehr aufnehmen von dem hier? Nee, offenbar nicht. 15 ist Maximum und Reloaded ist. Gut. Soll mir recht sein. Dann 2, 5. Goody. So viele verschiedene Türen. Ich komme ja überhaupt nicht mehr klar. Ah, jetzt geht's weiter. Er loadet hart. Na, ich bin ja schon ein bisschen froh, dass es zumindest funktioniert heute mit dem Loaden. Es ist schon mal ein Fortschritt. Ach du je. Nicht in der Tür stehen bleiben, ansonsten gibt's gleich Ochi Matsche. Hier kann man doch irgendwie runtergeplumpstern. Ich glaube, ich mach die auch erstmal weg hier. Yep. So geht's sogar noch effizienter. So spart man noch ein bisschen Zeit für die Folge, die gleich wieder vorbei ist. Ach nö, kommen wir gar nicht runtergeplumpst. Wir können hier einfach so. Wir können hier einfach so. So. Nö, alles easy. Alles gut. Oh, alles easy, alles gut. Nein. Huch. Was? Warum? Ach, da ist jemand. Sag doch was. Nein. Ah, verflucht. Ja, so viel Schaden hat das jetzt auch nicht gemacht, aber ja. Hätte trotzdem nicht sein müssen. Kommt auf einmal die Rolle da auf mich zu, ne? Katastrophe. Kann ich da rein? Ja, kann ich schon. Ist aber nicht sehr tief. Gut. Gleich kommt auch noch die Stelle, an die ich dachte, wo man runterplumpst. Ja, hier geht's bestimmt ins Wasser, ne? Jep. Das. Ja, jetzt ist nicht. Das war nicht die Stelle, an die ich dachte, aber wir sind gewissermaßen technisch betrachtet auch runtergeplumpst. Kommen wir da jetzt noch rüber? Wir probieren's mal. Upsi. Ja, es geht. Es geht an sich schon. Aber. Wie war das denn? Hier musste man irgendwie unter Wasser durch, glaube ich. Das ist das Problem. Mein Magen knurrt voll. Mein Magen hat voll laut geknurrt. Wenn ihr es ganz, ganz laut eingestellt hattet, habt ihr es bestimmt auch gehört.
Weil es wird vermutlich von dem Expander geschluckt worden sein. So, sollen wir? Wollen wir es versuchen? Ja, es kann gar nicht schief gehen. Aha, hier ist zu. Das ist ja nicht so gut. Wo ist denn das? Hier ist der Durchgang, da ist der Durchgang. Irgendwo, irgendwie... Was, so tief? Nein, das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Nee, ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Was, wie tief geht das denn hier? Das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Nee, so kann es irgendwie nicht gedacht sein. Oh, jetzt sind ja schon wieder 30 Minuten um. Naja, egal, das machen wir jetzt hier noch. Wie war das denn? Ich will mir das nochmal eben angucken. Upsi. Und mit Schwung. Upsi. Und da irgendwie... egal, dann können wir uns so das mal angucken. Kann man hier drüber? Nee, es geht nicht. Vor allem stirbt man da. Vor allem stirbt man da. Da britzelt es irgendwie rum. Das ist blöde. Nee. Nee. Wie war das denn? Wie war das denn? Da kamen wir her. Da. Ach, da ist eine Tür. Nein, da kommen wir nicht durch. Nein. Nein. Müssen wir hier irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie mit den Kisten oder so irgendwas anfangen? Oh, ein Schuss nutzt nichts. Ja, so. Was, der lebt immer noch? Ach, das sind mehrere. Ach so, klar, natürlich. Warum eigentlich nicht? Ich bin überfragt, wo wir hier hin müssen. Ich sollte eigentlich nochmal laden, weil so richtig gebracht hat es jetzt nichts. Okay, warte mal, ist da eine Tür? Moment, muss ich mir nochmal angucken. Ist da hinten ein Durchgang? Ich komme da nicht rüber, verflucht. Die Kräfte schwinden, ich sag doch, ich habe Hunger. Ui. Und, ui, ui, ui. Ach, da ist eine Tür. Ach so, das könnte natürlich helfen. Oder auch nicht. Ah, hier kommen wir vielleicht durch. Eventuell. Ich speichere hier mal. Ja, das war nicht so geil. Und, ups. Nee. Nee. Nee, nutzt irgendwie nicht. Ja, sag mal, was ist denn hier? Was war denn hier Phase? Hä? Muss man die hier irgendwie aufmachen, eventuell? Erstmal in irgendeinem Kontrollraum oder so schied. Also wir sind uns einig, dass ich hier nicht einfach drüber springen kann, oder? Das muss man wahrscheinlich entweder irgendwie ausmachen oder ich muss da irgendwie anders hin. Ich probiere es nochmal mit Springen. Ach, das geht. Ach so. Ja, gut. Dann, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Upsi. Tatsache, man kommt da durch. Oh. Also, ob das so gedacht ist, ist eine andere Frage. Ich will mal ganz kurz was gucken. Und zwar... Ob es hier irgendwie weitergeht. Ach so, wahrscheinlich geht es ja auch regulär weiter. Oder man könnte da lang. Oder hier. Oder hier. Das geht halt auch. Wahrscheinlich gibt sich das nicht viel. So, ach, den Kollegen, den erledige ich hier nochmal eben ganz kurz. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Oh, okay. Okay, okay. Ich bin schon nicht mehr konzentriert. Ich bin einfach schon nicht mehr konzentriert, ne? So, genau, ich bin hier auf der Seite. Ach, weißt du was, dann können wir bei der Gelegenheit hier auch mal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh, ja, ja. Bisschen was zum Einsammeln, das ist eigentlich ganz cool. Na, dann ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier geguckt haben. 2, 3, 4, 5.
Ah, und jetzt sind wir auch in der besseren Position hier, ein bisschen erhöht. Ja, ja, ja. Weißt du was? Da ist der G-Man. Ich hab's doch ganz genau gesehen. Ich mache hier mal einen regulären Save. Und dann würde ich sagen, erstens für diese Aufnahme war es das, für diese Folge zweitens ebenso. Im Stream sage ich gleich noch Tschüss. Aber so oder so schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. 5 Stunden Stream ist für den Ochi auch erstmal wieder genug. Er braucht erstmal wieder eine kleine Pause. Sich ein bisschen sammeln, dann funktioniert es auch wieder besser das nächste Mal. Vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Folge dann oder in einem anderen Let's Play. Sieht man sich wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.